Prothesenkniegelenke gehören zu den modernsten und coolsten Passteilen, mit denen man in diesem Beruf zu tun hat. Wie funktionieren die eigentlich? Was gibt es überhaupt für Kniegelenke? Und wie unterscheiden die sich? Diese Fragen beantworten wir heute und widmen uns erstmal den monozentrischen Kniegelenken. Was das ist, klären wir auch. Willkommen zu einer neuen Folge bei Gotit. Heute ist unser Azubi das erste Mal bei einer Versorgung einer Oberschenkelprothese dabei. Eins fehlt noch, das Kniegelenk. Kann doch nicht so schwer sein. Einfach ein Knie nehmen und fertig. So einfach ist es dann doch nicht. Wie beim Auto gibt es mehrere hundert Modelle. Na super. Dann nehme ich einfach das. Oder das. Oder doch das. Alle Modelle durchzugehen wäre nicht möglich. Aber man kann die Funktionsprinzipien dahinter verstehen und so einen guten Überblick bekommen. Die jeweiligen Kniehersteller haben dann wieder eigene kleine Features, aber die Grundprinzipien bleiben gleich. Und ein paar davon schauen wir uns heute mal an. Warum machen wir uns eigentlich den ganzen Aufwand? Früher hat es doch auch ohne funktioniert, oder? Schönes Holzbein, gratis Augenklappe dazu und alle sind glücklich. Nicht ganz. Es gibt schon ein oder zwei Gründe, warum wir Kniegelenke haben. Hier könnt ihr sehen, was das Kniegelenk beim Gehen eigentlich die ganze Zeit macht. Es beugt sich. Und zwar einmal in der Standphase, zur Stoßdämpfung, und einmal in der Schwungphase, damit das Bein Bodenfreiheit zum Durchschwingen bekommt und ihr nicht bei jedem kleinen Stein hängen bleibt. Ah, deswegen gehen Piraten mit Holzbeinen so komisch. Die müssen das fehlende Kniegelenk ausgleichen. Was für ein Aufwand. Typische Ausgleichsbewegungen sind zum Beispiel die Zirkumduktion, das Hip-Hiking oder das Vaulting. In der Beschreibung werden diese Begriffe noch einmal erklärt. Und so sieht der Kniebeugewinkel eines Piraten aus, nachdem man ihn durch die Ganganalyse geschickt hat. Nicht gerade optimal. Das Knie hat noch weitere Aufgaben, als sich beim Gehen zum richtigen Zeitpunkt zu biegen. Das Knie ist auch noch wichtig für das Hinsetzen, für den Sport und bei diesen ganzen Aufgaben soll es auch noch sicher sein und nicht einfach einknicken. Das ist einiges. In der Prothetik gibt es den heiligen Gral der Prothesenknie noch nicht. Das physiologische Knie ist bisher allen Prothesen weit überlegen. Aber manche Prothesenknie können schon viele Sachen ganz gut. Und wie die das machen, schauen wir uns jetzt mal an. Wie geht man jetzt am besten an so eine Kniekonstruktion ran? Das Einfachste, was wir machen können, ist es einfach, einen Drehpunkt zu benutzen und den Anwender draufzustellen. Wenn die Bodenreaktionskraft vor dem Knie ist, wirkt ein streckendes. Wenn sie hinter dem Knie ist, ein beugendes Moment. Easy. Nur wir haben dabei ein Problem. Wir haben keine Widerstände. Das Knie würde sofort einknicken, wenn mal kurz ein beugendes Moment wirkt. Also sicher ist das nicht. Deswegen haben sich schlaue Köpfe Mechanismen überlegt, die dieses und noch weitere Probleme lösen. Diese technischen Lösungen kann man in Gruppen zusammenfassen, weil sie sich ähnlichen Prinzipien bedienen. Unser Knie hier gehört zu den monozentrischen Kniegelenken. Mono heißt, dass das Knie nur über einen Drehpunkt verfügt. Das muss ja bedeuten, dass es auch Knie gibt mit mehreren Drehpunkten. Ja, ihr habt richtig gehört. Die nennt man polyzentrische Kniegelenke. Diese coolen Konstruktionen haben einiges auf dem Kasten. Aber es gibt auch Knie, die sich darin unterscheiden, wie sie die Widerstände erzeugen oder sogar Kräfte erzeugen können. Viele Modelle benutzen Ventile und bauen somit Widerstände auf. Es gibt aber auch schon ein aktives Knie, das durch Aktuatoren Kraft erzeugt. Diese Gruppe an Knie ist aber noch sehr überschaubar. Aber insgesamt gibt es mehr als 300 Modelle. Also ist es besser, wenn man erstmal die Oberkategorien als Orientierung nutzt, als sich durch 5000 Seiten Kataloge durcharbeiten zu müssen. Wie lösen wir jetzt das Problem der Widerstände bei einer Monozentrik? So würde das Knie bei dem kleinsten Beugemoment einknicken, wenn der Anwender nicht dagegen hält. Eine Möglichkeit ist das hier. Das ist der grobe Aufbau einer Rotationshydraulik. Rotation deswegen, weil im Knie ein Bauteil rotiert. Und zwar in einer Flüssigkeit. Meistens ist das Öl. Und warum? Weil man Flüssigkeiten nicht komprimieren kann und man eine direktere Kraftansteuerung hat. Luft lässt sich zusammendrücken und würde hier mehr federn. Durch diese Kanäle wird das Öl gedrückt, wenn sich das Knie beugt oder streckt.
Wenn man jetzt diese Kanäle gezielt enger macht, wird der Widerstand erhöht und das Knie knickt nicht so leicht ein. Hier gibt es zwei Kanäle, einen für den Flexions- und einen für den Extensionswiderstand. Dieser komische Punkt ist die Schwingachse vom Gelenk. Um diesen dreht sich das Knie nur kurz in der Standphase und erlaubt ein kurzes Einfedern, indem dieser Puffer eingedrückt wird. Das Knie dreht sich aber um diesen Hauptdrehpunkt bei der Flexion und Extension. Und durch diese beschriebene Verbindung zum Bauteil, was sich durch das Ölbad arbeiten muss, lassen sich die Widerstände einstellen. Ein Nachteil dieser Konstruktion ist, dass sich die Widerstände nicht an die Gehgeschwindigkeit oder andere Situationen anpassen können. Aber sie sind unabhängig vom Beugewinkel und bleiben gleich, egal wie stark das Knie einbeugt. Das ist bei unserem nächsten Modell anders. Eine weitere Möglichkeit haben wir mit diesem Modell, der Linearhydraulik. Das hier ist der Drehpunkt des Gelenks. Wie gesagt, das sind alles monozentrische Gelenke. Hier gibt es nur einen Hauptdrehpunkt. In diesem Zylinder steckt ein Kolben und wieder ein Öl, mit dem sich durch Ventile die Widerstände einstellen lassen. Es gibt aber auch Pneumatiken. Das bedeutet einfach, dass Luft anstatt Flüssigkeit verwendet wird. Die lässt sich aber zusammendrücken und reagiert nicht so direkt, federt aber gut ab. Bei der Linearhydraulik sind die Widerstände des Gelenks davon abhängig, wie stark das Knie gebeugt ist, im Gegensatz zur Rotationshydraulik. Ganz am Anfang wird der Kolben bei den ersten Grad Beugung noch richtig viel in den Zylinder gedrückt und kann so noch viel Gegendruck aufbauen. Aber wenn das Knie dann stärker flektiert ist, wandert die Aufnahme des Kolbens mehr nach vorne als nach unten und legt so einen geringeren Weg in der Flüssigkeit oder in den Luftkammern zurück, was es schwerer macht, stärkere Widerstände aufzubauen. Das sind dann so ein paar Details, die die Eigenschaften der Knie beeinflussen. Ganz ohne Öle oder Luftkammern kommt diese Konstruktion aus. Das ist ein Bremsgelenk. Hier sieht ihr den Hauptdrehpunkt. Und das ist wie auch bei den anderen Gelenken die Schwingachse, die beim Abfedern hilft. Und das Ding hier ist die Bremse. Diese Schnalle wickelt sich bei der Belastung um den Drehpunkt und wirkt wie eine Fahrradbremse. So wird der Widerstand im Gelenk erhöht. Und an dieser Schraube kann man die Vorspannung verändern und den Widerstand verringern oder erhöhen. Wenn der Anwender jetzt geht, drückt er mit seinem Gewicht auf das Gelenk und somit auf die Schnalle. Das erhöht den Widerstand und macht das Knie sicherer. Beim Gehen wandert die Belastung weiter nach anterior und der Widerstand wird geringer. So lässt das Knie eine Schwungphasenflexion zu. Nicht schlecht, oder? Komm erstmal auf so eine Idee. Nur der Widerstand durch die Vorspannung ist für alle Gehgeschwindigkeiten gleich und die Flexions- und Extensionswiderstände auch. Aber das nächste Modell hat dann ein paar IQ-Punkte mehr. Das Modell lasst ihr bitte nicht fallen. Das könnte sehr teuer werden. So sehen oft mikroprozessorgesteuerte Kniegelenke aus. Die sind voller Hightech. Das hier ist der Drehpunkt des Knies. Und das Ding ist ähnlich wie bei der Linearhydraulik der Zylinder mit dem Kolben drin. Aber hier wird nur ein Öl verwendet und keine Luft. Das Nachfedern der Pneumatik kann man hier wirklich nicht gebrauchen. In so einem Knie steckt oft ein Goniometer, Momentensensor, Mikroprozessor und Servoventile drin, was am Ende durch ein feines Regelnetzwerk gesteuert wird. Hier ist eine Monozentrik natürlich viel einfacher zu berechnen als 5 oder sogar 7 Drehpunkte. Also solche Modelle sind mit Abstand die intelligentesten Kniegelenke, die es bis jetzt gibt. Manche nutzen klassische Ventile und bauen so passiv Widerstände auf. Aber es gibt auch schon ein aktives Modell, was Kräfte produziert und dich hoffentlich zum richtigen Zeitpunkt nach vorne katapultiert, wenn man nicht vergessen hat, das Kniegelenk zu laden. So ein mikroprozessorgesteuertes Knie erledigt seinen Job schon richtig gut. Es kann sich an verschiedene Gehgeschwindigkeiten und generell an verschiedene Anforderungen anpassen. Hier sieht ihr den Kniebeugewinkel eines nicht amputierten, die klassischen 25 Grad Standphasenflexion und die 65 Grad Schwungphasenflexion. Viele klassische Gelenke lassen keine Standphasenflexion zu und deswegen würde das bei vielen Modellen so aussehen. Die Schwungphasenflexion hängt auch stark vom Modell ab und von der Qualität der Schwungphasensteuerung. Moderne, mikroprozessorgesteuerte Knie ermöglichen aber auch eine Standphasenflexion. Sogar polyzentrische Kniegelenke können das auch manchmal. Aber das schauen wir uns ein anderes Mal an. Manche Modelle
fliegt Ihnen das Knie sogar schon vor dem Auftreten leicht vor, um ein bisschen Dämpfung vor dem Auftreten zu haben. Aber auch die mikroprozessorgesteuerten Modelle unterscheiden sich wieder untereinander. Manche überwachen den gesamten Gangzyklus mit ihren Sensoren. Andere sind nur bei den Umschaltzeitpunkten zwischen Stand- und Schwungphase aktiv. Und wie lange? Das unterscheidet sich auch. Diese Knie kann man auch sehr individuell einstellen. Das geht dann ganz einfach mit einer Software. Der Grundwiderstand ist davon abhängig, ob der Standphasen- oder Schwungphasenwiderstand quasi im Ruhemodus aktiviert ist. Hier spricht man von Default Stance für den Standphasenwiderstand oder Default Swing für den Schwungphasenwiderstand. Wenn euch solche erstmal schwierig erscheinenden Begriffe begegnen, nehmt euch kurz Zeit und schaut die nach. Und nach einer gewissen Zeit kommt ihr dann rein in die Thematik. Und wenn erstmal die ersten Hürden genommen sind, kann man schon gut mitdiskutieren. Vom Holzbein bis zum mitdenkenden Kniegelenk war es ein langer Weg. Und der ist noch lange nicht zu Ende. Mit diesem Überblick fällt euch das Mitgestalten ab jetzt hoffentlich leichter. Das war ein Einblick in die Welt der monozentrischen Kniegelenke. Aber ich glaube, die polyzentrischen lassen das nicht lange auf sich sitzen. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Back at it!